Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Last Epoch. Jo, wir haben mittlerweile das Reign of Dragon, der Monolith erreicht von dem. Und haben schon recht viel gespielt. Wir schaffen den Drachen aber, weil wir nicht gute Ausweichskills haben, nicht so gut. Wir könnten also noch probieren mit dem Ring vielleicht, wenn er nicht stört. Aber zuerst muss ich mal noch zur Kiste kommen und wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt ein bisschen weniger Aufnahmen gemacht, kurz eine Pause gemacht, damit es einfach wieder mehr Spaß macht und dass es natürlich auch mir ein bisschen besser geht zum Aufnehmen. Es ist momentan extremst heiß, morgen 37 Grad, da kann ich nicht jeden Tag immer die Zeit finden, neben dem Sport und alles. Neben dem, dass ich halt einfach müde bin durch den Sport, noch genügend Folgen aufnehmen, also dass ich es nicht aufnehmen kann. aber es kommt so viel wie möglich und ich habe ja gesagt, ich werde livestreamen. Ich denke heute Abend schon, auch wenn es heiß ist, aber erst ein bisschen später. Also ich bin leider noch ein bisschen beschäftigt heute. Vielleicht morgen, dann früh. Wird schon gehen. So, ich freue mich riesig. Ich habe auch ein bisschen gelevelt auf den nächsten Charakter. Was da mit diesem Bild habe ich jetzt nichts gemacht. Wie ich schon gesagt habe im letzten Part, denke ich mal, ein Detonate Arrow, Nahkämpfer, Marksman, der einfach mit Nahkampf angreift. Und er läuft sehr gut schon. Ich brauche ungefähr noch so 8 Level, bis ich die 2 Dolche ausrüsten kann. Und dann werde ich es auch zeigen. So. Ist nur Physical Damage, aber können wir vielleicht gebrauchen. Ist halt ein Stab, ich möchte lieber eine Axt haben. Nehme ich nicht mit. Wir müssen die nicht sammeln. Weil wir wahrscheinlich schon genügend haben. 2 Unix. Oh, aber nicht so gut. Also mehr Summon-Weins-Chance. Gleich viel Geschwindigkeit. Ich nehme die mal. Ich brauche momentan noch nicht so viel Leben. Also eigentlich schon, aber mir wichtiger, dass ich da auch die Ranken mehr beschwören kann schnell. Dass die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist. Weil die Ranken natürlich auch sehr viel ablenken. Muss ich gucken, also. Bisschen Spiel testen. Bisschen herumlaufen, wie viel kommen denn. Aber eigentlich werden recht viele gespawnt. Jetzt gerade nicht. Nur in dem Kampf. Nein, jetzt kommen wir. So, wo müssen wir denn hin? Das ist immer so langsam, das Aufladen des Balkens rechts für den Boss. Ah, das ist ein Ambush. Okay, das bei Ambush oder Ambush geht es einfach länger. Da müssen wir mehr Prozent erreichen, wahrscheinlich die Hälfte. Vielleicht bekommen wir ja auch wieder so ein neues Item, das sich aufleveln lassen. Leider nicht so viel, es ist ein bisschen langweilig gelöst. Die haben je nachdem wie gut, wo sie gedroppt sind, einfach bessere Werte, dass man noch mehr die Bonis steigern kann. So etwas Ähnliches gab es schon mal in einem alten Spiel, aber ich weiß nicht mehr genau welches. Wo man einfach Items leveln konnte. Vielleicht wisst ihr es. Interesse ist da für mich. Ich bin sowieso extrem interessiert auf Spiele momentan. Ich habe einfach nicht genügend Zeit. Und Cast Speed ist halt schon gut. Ich freue mich riesig, eben wieder auf die Livestreams. Ich habe halt noch keinen zweiten Bildschirm.
muss halt immer wieder aufs Handy schauen, aber sollte für euch ja auch gehen, oder? Auf jeden Fall ab jetzt eigentlich auf YouTube, nicht mehr so auf Twitch. Also wenn ihr wollt, schon auf Twitch. Aber das müsst ihr mir sagen, das will ich nicht selber entscheiden können. Ja, also einmal den Drachen machen, genau. Habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich wollte noch das Leuchtfeuer holen. Machen wir das nächste Mal. Während den Ladezeiten fällt mir immer alles ein, aber davor fällt es mir nicht ein. Also manchmal einfach nicht ein, dass es zu spät ist. Das ist eine coole Animation. Ich habe übrigens ein Bewertungsvideo geschaut von YouTube. Ein aktuelles über die Action-Rollenspiele und scheinbar ist bei dem Last Epoch nur auf einem B-Rang. Es gibt ja noch A und S, was noch besser ist. Und ja, bin ein bisschen enttäuscht von dem gewesen. Der fand irgendwie Last Epoch nicht so motivierend wie zum Beispiel Grimdawn. Ich finde Grimdawn nicht so motivierend wie Last Epoch. Ich mochte es zwar ein bisschen, aber diese statischen Level und einfach das schwere, ein bisschen nervige Itemsystem, dass man im Bereich ja, sehr viel farmen musste, um ein bestimmtes Item, einen bestimmten Itemboni zu haben und so. Diese stativen grünen Items fand ich einfach gar nicht motivierend. Und ja, ihr kennt es ja, ich bin es ja so an Titan Quest gewöhnt, dass ich auch nicht dieses multiple Charakter, also Charakterklassensystem nicht mag. Einfach nicht. Cast Speed für Toten, Spell Damage für Toten. Ach komm, nehme ich mal. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich keinen Nutzen dazu hege. Vitalität ist alleine auch nicht gerade so gut. Ach komm. Ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, ich war ein bisschen gestresst, also wollte einfach die Spiele auch ein bisschen schneller haben, als sie sind. Habe mich ein bisschen stressen lassen von vielen Spielen. Auf Minecraft habe ich sehr viel Bock wieder, auch auf GTA Online bzw. GTA Roleplay wegen den Ladezeiten habe ich auch wieder mehr Bock. Und natürlich Red Dead Redemption 2 plus Online. Ich werde wahrscheinlich heute Abend, wenn es noch geht, ein bisschen Red Dead Redemption 2 Livestream. Aber wahrscheinlich eher GTA Online. Ein bisschen dort Rollenspiel machen, bis ich da mehr Bock habe auf meinen Server. Es sind einfach zu wenig Spieler da und ich will nicht zuvor schon sehr spielen. Wenn ihr mitmacht, kann ich gerne viel mehr spielen. Also einfach auch zeigen dort. Aber so lange halt geht hier online. Und Last Epoch meistens wahrscheinlich am Morgen oder am Mittag. Zum einfach Leveln für das Let's Play. Sonst ein bisschen doof. Ja, und Minecraft kommt dann ab und zu dazwischen. Einfach bauen. Also nur Creative Modus bauen. Aber vielleicht ein bisschen Rollenspielen. Muss einfach schauen, dass selber läuft bald ab. Wie ich das bis dann lösen kann. So, ja, Gegner werden langsam zäh. Ich muss vielleicht mal ein paar Mal Drohnenschild ansetzen. Aber es gibt halt viele Minions und das kann ich dann nicht überall decken. Werden die angegriffen, die nicht ein Schild haben? Ja gut, was ist hier? Ah ja, der Bacon steht. Ich werde immer sofort gehen. Also wenn die Gegner nicht zu stark sind, wenn sie broken sind oder so, habe ich eigentlich keine Angst irgendwie. Ich schaue schon, dass ich gut spiele, aber ich sehe es nicht wegen dem Eis. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen muss. Das ist Schnee. Das ist ein bisschen komisch, dass die Entwickler das nie einbauen. Haben sie immer zu wenig Zeit?
Oh, diese armen Entwickler. Ja, ich sehe es überhaupt nicht, wo sie lang. So, einfach viel mehr auf die Rampen spawnen, dass sie auf einen Gegner gehen und nicht irgendwie verstreut sind. Ist auch ein guter Tipp. Eben, ich habe jetzt wirklich, bin nie gekommen zum Aufnehmen. Ich muss unbedingt mehr auf einmal aufnehmen, dass es mir reicht. Ich habe halt so ein volles Leben. Es war übers Wochenende ein toller Besuch von einer Frau da. Und ja, da will ich natürlich schon ein bisschen öfters mit dir so ein bisschen zusammen sein. Und nicht aufnehmen, nicht sagen, oh, ich bin jetzt gerade beschäftigt, ich muss gerade einen Job machen. Bitte Besuch, bleib einfach mal ein bisschen irgendwo im Wohnzimmer. Ich bin halt ein netter Mensch, ein sehr netter Mensch. Habe ich auch ein paar Sachen ausgegeben. Eis, Kaffee und Trinken für sie und so. Macht mir überhaupt nichts aus, da irgendwelchen Menschen etwas zu spendieren, wenn sie gerade kein Geld dabei haben. Das ist sehr wenig. Sie hat gesagt, ja, Hälfte vom Monat Juli jetzt hat sie einfach kein Geld mehr. Einfach eine arme Dame, aber eine tolle Dame. Und mich freut es wirklich, wenn ich sehr sozial sein kann und darf. Oh, Dot für Minions. Habe ihn, glaube ich, auch erst kürzlich gehabt, aber es sieht sehr stark aus, wenn wir dann mal so ein Bild machen. Wahrscheinlich wieder ein eigener Bild. Es gibt wirklich sehr wenige Builds mit Dot für Minions. Keine Ahnung. Bluten. Ja, auch nicht schlecht. Wäre nicht so schwer zu machen. Okay, und 34 Spell Damage ist auch zu schwach. Mist. Ja, und wir müssen schauen, dass wir noch mehr craften. Ich habe einfach keinen Bock gerade, da irgendwie die Items kaputt zu machen, die ich trage. Wir müssen halt schon ein bisschen sammeln. Und mein Backup haben. 51 Damage. Wir werden aber genommen. So, jetzt sind wir gleich fertig. Ja, ich habe einfach Rückenschmerzen. Ich habe gestern extremst übertrieben bei dieser Mega-Hitze von 35 Grad. In den Wald zu gehen war eine schlechte Idee. In dem Wald war es einfach sehr schwül, sehr luftfeucht. Oh, sehr gut. 3 zu Abwehr. Abwehr. Ein Abwehr. So. Das ist ja richtig schön französisch ausgesprochen. Nein, Apfel. Ja. So. Zurück. Ich weiß, dass ich falsch gedrückt. Die braucht so lange mit den Laden. Klingt sein. Sehr frech, die Entwickler. Hä? Immer uns so schlechte Abklingzeiten geben. Also machen wir nochmals den Drachen. Ich sehe jetzt noch nicht gute Corruption. Wir müssen noch weiter nach oben. Aber zuerst einfach mal kurz einen Ring rausnehmen. Ja, das muss der sein. Weil der andere hat eigentlich Eis. Das ist Blitz. Das ist einfach Elementarresistenz. Da sind nur 5 drin. Also ich schalte auf die Resistenzen. Und wo ist der Ring? Das ist ein Set-Ring, oder? Set-Items sind hier. Habe ich den Ring gar nicht?
Ich habe doch den Ring mal gedroppt bekommen, aber wo habe ich ihn hingestellt? Ja, jetzt ist die Frage aufhören. Mal einfach mal aufhören, Drago. Kannst du das? Kannst du das nicht? Muss ich dir wieder böse tun, Drago? Falles Stück. Ich hab den Ring nicht, ich hab verloren. Game over. Ah, das sind die Handschuhe, die ich als zweites, also zweiter Weavers Will Item bekommen habe. Ja, ich wollte mit euch eben noch diesen Ding machen. Corruption-Zeugs da, was? Aber wie, wenn die Level so lange gehen? Ja gut, dann müssen wir eben. Also sollen wir es mal noch ohne versuchen? Das ist abgefahren. So. Ja. Ich habe Lust, ihn nochmals kurz zu machen. Ich werde ihn sterben, denke ich mal. Jetzt ausweichen. Reinlaufen und jetzt drin bleiben. Und einfach auf die Seite gehen, irgendwie. Genau, diesen Atem darf uns nicht treffen. Der ist so ultra stark. Kreizit! Hallo, Kreizit! Bitte warte! Immer die ganze Zeit kommen sie. Ganze Zeit. Nämlich deshalb habe ich auch nicht Zeit. Ich habe keine Zeit. Ja, es ist wirklich doof, wenn man in einer Regel wohnt, wo jeder die ganze Zeit mich braucht, weil sie sonst zu faul sind, oder? Dann kriege ich manchmal echt die Krise. Boah, hey. Das ist jetzt das dritte Mal, kenne ich den Gegner, oder? Also, es ist viel einfacher jetzt. Ja, ich wusste es, dass er das gerade genau einsetzt. Damit ich es nicht kann. Was ist das für ein Angriff? Was macht er mit uns? Nein! Der ist so kaka gemacht. Wer hat das erfunden? Hat so einen Gegner, wo man die ganze Zeit herumlaufen muss, erfunden? Boah. Wie er uns angetäuscht hat. Also. Ja sicher, was ist das? Ich sehe nicht mal auf dem Boden. Nein! Sind sie tot? Das ist ja übertrieben. Ich konnte nicht mehr reinlaufen. Hab's ja nicht gesehen. Das ist so übertrieben, Kacker, dieser Boss. Da waren Blutpfützen am Boden. Ich wollte noch nicht so schnell laufen. Meine Güte, hey. Wir könnten ihn nochmals machen, aber er ist einfach viel zu zäh. Er macht keinen Spaß. Was soll ich denn tun? Meine Güte, ich will euch Spaß zeigen, aber die Spiele sagen manchmal echt, nö, keinen Spaß haben. Du bist sowas von faul. Du musst doch 200.000 Stunden grinden. Erst dann kannst du den Leuten die Belohnung zeigen, indem du es schaffst. Das hat nichts mit irgendwie Spielspaß oder Herausforderung zu tun. Das ist einfach nur Müll. Und ja, das haben sie halt davon, dass sie halt wirklich sehr wenige Spiele momentan haben. Ich war mal eben ein bisschen länger am Leveln vom ja, Marksman. Und es hat niemand, kein Deutscher mehr gesprochen. Also gechattet. Niemand. Ich war wirklich überrascht. Ich finde das wirklich nicht in Ordnung, was die Entwickler da machen. Einfach Content bringen, der total verbuggt ist und hat Multiplayer-Modus, der nicht rewardable ist. Ich habe gelesen, ich habe es ja noch nie gemacht,
Aber in den Monolithen bekommt der eine, der reinschönt, keinen Fortschritt. Nur die Items, die er vom Gegner druckt. Keine Items, keine Belohnungen, nix. Ist ja klar, wieso niemand ja so ein Ding machen will wie im Pass of X, also Seasons. Oder Ligen heißen sie ja doch. Ja, und in Diablo 4 bin ich auch nicht motiviert, Season zu machen. Also ich hätte Diablo 4 gekauft, wenn die Season gut wären. Aber die erste Season, die ist ja katastrophal schlecht. Man darf nicht mal die Items behalten nach der Season. Gut. Ich habe anders vor, oder? Sehr viel mehr Rollenspiel machen. Und ja, natürlich Fußball spielen. Ich habe anders vor. Und die Entwickler mich nicht brauchen als sehr oft Spieler und wichtige Spieler. Brauchen sie mich nicht. Ja, und die Bosse eben, die so übertrieben schwer sind, dass man da auch nicht viel machen kann. Einfach zu wenig Damage machen kann, bevor man nicht viel grindet und die Items dann endlich findet, die Schaden machen. Dann bin ich einfach nicht dort. Okay, jetzt ist das Spiel gecrashed kurz. So ein Mist. Meine Güte. Ich muss das unbedingt wieder nach vorne tun. So. Okay, noch 9 Minuten haben wir Zeit. Dann macht wieder YouTube Stinke. Der Part ist zu lange. Wir brauchen noch 20 Stunden mehr. Oder 20 Minuten mehr. Ja. So, mal wieder auf Deutsch, da wird weniger gespammt. Auf Englisch werden ab und zu, wenn es gerade irgendwelche Leute sind, die halt einfach nur chatten und nie spielen, die reden irgendwelchen Stuss über irgendwelche Items. Balancing und so, aber machen das nicht im Forum. Im Forum steht das immer. Und in einem Chat versekundet er ja das schon wieder sehr schnell. Es macht überhaupt keinen Sinn, was sie überhaupt machen. Weil sie nicht viele, es sind einfach immer die gleichen. Oder einfach auch neue, die nicht wissen, wie nervig sie machen. Und ja, während dem Spiel brauchst du so einen Spam eigentlich. So, also, laden Sie bitte Spiel. Was ist denn wieder so? Ist das Internet, ist der Server wieder schlecht? Kann sein. Ja, am Server wird irgendwie auch sehr viel gespart. Das ist in Perseverx dann auch immer so gewesen. Dass die Server manchmal echt nicht viel laden könnten. Ja, das muss also ein bisschen besser werden. Das ist wirklich in letzter Zeit recht schlimm. Was haben sie denn angekündigt? Es ist irgendwas angekündigt worden, dass, glaube ich, die Klassen doch viel später machen, wie angekündigt. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass die deutsche Version wieder sehr viel länger braucht. Ich würde am liebsten für die einfach das alles übersetzen. Aber scheinbar wollen sie ja mein Geld nicht. Also das Geld von meiner Arbeit. Oder mir nicht Geld geben. Auf dieser Seite eher, aber auf jeden Fall. Wie viele haben wir? 20. 30 Stücke. Die Gegner sind eigentlich am... Also es gibt so einen Trade im Forum und die meistgehassten sind, glaube ich, die. Und die meistgehassten Gegner, diese Affen. Weil sie halt einfach lange zäh sind und lange einfach Avalanche immer spam, können nichts anderes als diese Kugeln, diese Felsen runterschleuden zu lassen. Aber dafür, ja, habe ich gesehen, manche Gegner sind sehr motivierend für die Leute. Nur schreiben sie das eher nicht, wenn man das Negative schreibt. Kann ich auch verstehen. Mich betreffen ja manchmal die negativen Sachen auch mehr, weil
ja, die positiven ja auch so zahlreich sind und fast nicht sagen kann, weil man sie halt einfach auch so immer sieht, oder? Positiven. Hack and Slay ist gar nicht mal so umfangreich, wie ihr denkt. Das meiste ist ja immer Item sammeln, besser werden. Und das zweite ist ja eigentlich gegen Gegner kämpfen. Also da muss noch mehr kommen, dass man natürlich auch besser positiv reden kann. Aber ja, man hat ja immer Spaß. Man hat einfach immer Spaß. Man guckt einfach immer, dass man Spaß hat. Und wenn in das Spiel fertig ist, geht man halt zum nächsten Spiel oder wartet auf ein Update. Das ist so. Aber mich freut es, dass ich die spielen kann. Dass die Spiele überhaupt existieren, oder? Was wäre, wenn das gar nie erfunden worden wäre? Also wir haben hier noch einen Deadly Damage Recently. Oh, das ist schon ziemlich schwer. Aber die greifen eigentlich immer an. Mich freut es, dass der Marksman so schnell ist. Ich habe dort ab nicht so viel auf Swift, glaube ich, heißt oder so. Abklingzeit geskillt. Habe eher so ein bisschen auf Shuriken. Okay, nochmal so ein Crash. Ich wollte eigentlich heute noch den Ding bringen, aber. Ach komm, ich beende es jetzt hier. Der Part ist schon genug lange. Ja. Nee, okay, ich beende jetzt und mache lieber heute noch einen längeren Livestream, sonst habe ich keine Zeit. Gut, also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, weiterhin aktiv bleiben, wenn ihr wollt. Tschüss.